einige Neuigkeiten hier aus Laos von der Mai und mir. Und darum geht es in diesem Video. Unter anderem geht es um das Thema Bauland kaufen. Und ihr habt es ja mitbekommen, dass ich ab Mitte Oktober hier versucht habe, intensiv die laotische Sprache zu lernen. Wie ist da der Stand und was gibt es da gerade Neues bei meinem quasi Lao-Lernen? Das und vieles mehr nach dem Intro. Bis gleich. Grüße an euch, liebe Community, und ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Shorty. Ja, vielen Dank. Wir waren ja jetzt vor einer guten Woche so einen kleinen Kurztrip machen, oben im Norden, Bang Bien. Für die ganzen Leute, die die Videos gefeiert haben, angesehen haben, kommentiert haben und auch gefallen haben. Vielen Dank erstmal dafür. Und ja, ihr habt ja gerade so einen kleinen Einspieler gesehen mit einem Helen, wo ich gerade am Tisch gesessen habe. Das ist das Thema gerade als erstes, laotische Sprache lernen. Das ist natürlich auch für die Leute, die in Thailand leben, auch immer so ein bisschen vielleicht Kopfschmerzthema, gar nicht so leicht und auch mit gewissen Überwindungen verbunden. Andere Schrift, andere, diese ganzen Töne und so weiter. War ja auch damals in Thailand bei mir so ein Thema. Aber ich muss auch gestehen, als ich damals Ende 2019 in Thailand angekommen bin, war das natürlich auch gleich für mich ein Ziel, um anzukommen, einigermaßen gut die thailändische Sprache zu lernen. Und dann habe ich auch Folgendes gemacht. Manche wissen, dass die unseren Channel regelmäßig beobachten. Ich habe mich als erstes in der Sprachschule angemeldet, damit ich Thai sprechen, lesen und schreiben lerne. Ja, das Doofe ist nur, ich bin halt mehr oder minder fast ein Dreivierteljahr bei dieser Sprachschule angemeldet gewesen, aber bin ja, gut 2 Monate nur zum Unterricht gegangen. Wieso, weshalb, warum? Ja, ganz einfach. Ja, Mitte September Thailand gelandet, habe mich dann im Oktober bei der Sprachschule angemeldet. Im November ging es dann auch endlich los. Ne, dann bin ich zwei Monate, habe da gestartet, die Sprache gelernt. Und was ging dann Anfang 2020 nicht nur in Thailand, sondern überall auf der Welt los? Die Tante Covid, Corona. Jeder wird es wahrscheinlich mitbekommen haben. Ja, und das bedeutet natürlich auch, ähnlich wie in Deutschland, in Thailand, dass bestimmte Sachen nicht besuchbar waren und die Schule auch geschlossen hatte. Sprich, ich bin eigentlich zur Sprachschule gegangen, habe dafür auch bezahlt, aber konnte nicht am Unterricht teilnehmen. Ne? Und online wurde das bei der Sprachschule auch nicht angeboten. Ja, und dadurch habe ich so ein paar Schriftzeichen gelernt und so ein paar Worte, aber nicht so, wie ich mir das damals vorgestellt hatte. Naja, und dann die Mai kennengelernt, dann von Bangkok nach Chantaburi gezogen. Auch ganz ehrlich gesagt, die ganzen Jahre oder Monate da nie so richtig glücklich mit gewesen. Mein großes Ziel für mich, wenn ich irgendwo lebe oder langfristig lebe, schon einigermaßen die Sprache zu lernen, weil ich merke das ja jetzt auch beim Lao-Lernen. Einmal, man kommt bei den Leuten, wenn die merken, man spricht einigermaßen die eigene Sprache, die, ich will nicht sagen begeistert, aber die sind immer positiv überrascht und nehmen einen ganz anders wahr, auch als Verlangen. Und ich weiß nicht, ob manche das kennen, vielleicht nicht die Leute, die vielleicht in Pattaya oder irgendwo in Bangkok leben, weil es da vielleicht auch, weil sie sich vielleicht da im Pool von vielen Ausländern aufhalten und das vielleicht nicht so wichtig ist. Aber an anderen Orten, wo das nicht der Fall ist, ich will nicht sagen hilflos, aber ich habe mich dann immer so ein bisschen unwohl gefühlt, weil man hat ja auch, wenn man so Leute kennenlernt oder sich sympathisch findet, vom Hallo sagen, auch das Bedürfnis, sich auszutauschen. Und by the way, ist es ja auch so, für die Leute, die in Deutschland leben, wenn da Leute von außen nach Deutschland kommen, was ja in den letzten Jahren sehr viel passiert ist, erwartet man ja auch von denen, dass die, wenn die in Deutschland leben wollen, die deutsche Sprache lernen. Aber das ist Vergangenheit, das ist Thailand. Wie sah es jetzt hier in Laos aus? Wir sind ja jetzt seit Ende April, Anfang September
Ja, und ja, im Oktober habe ich jetzt geguckt, dass ich halt mich daran mache, kontinuierlich die Sprache lernen, mit Mais Hilfe. Ne? Das hat auch Anfang ganz gut funktioniert. Ein, zwei Wochen gut, mal eine Woche gar nicht, weil immer da Sachen dazwischen gekommen ist oder Mai krank geworden und dieses und jenes. Naja, und jetzt ist natürlich auch ab Januar Folgendes passiert. Mai, viele haben es ja auch mitbekommen, hat ihre Ausbildung begonnen. Wie soll das da funktionieren? Da habe ich mir gedacht, okay, jetzt bist du gerade dabei, du kannst so ein bisschen schon ein wenig besser laotisch sprechen, aber mein Ziel ist es auch, ich sag mal, als Ausländer wird man wahrscheinlich hier definitiv nie die Sprache perfekt, aber ich möchte die Sprache relativ gut beherrschen, damit ich locker, wie ich möchte, Smalltalks mich austauschen kann und dieses und jenes. Ja, und dann habe ich mir gesagt, okay, das ist gut, dass man jetzt diese Ausbildung macht und dann später auch in dem Bereich arbeitet, aber da kann ich mich nicht drauf verlassen, muss ich gucken, wie ich dann auf einen anderen Weg die Sprache lerne. Klar, hier in Vientiane gibt es auch ähnlich wie in Thailand an vielen Orten, gerade in Bangkok oder wo sich viele, viele Ausländer aufhalten, Sprachschulen. Ja. Habe ich mir angeguckt, habe auch ein paar besucht, aber ja, ich will nicht sagen, das hat mir nicht gefallen, definitiv nicht, aber es hat alles nicht so gepasst. Im Endeffekt, ja, viele wissen es auch, die diesen Channel verfolgen, ich bin ja berufstätig, ich arbeite jede Nacht und am Wochenende, nicht nur jede Nacht, sondern auch am Tage. Und deswegen muss ich auch gucken, ist es für mich vielleicht umsetzbar oder realisierbar? Jetzt kommt ein bisschen Wind auf. Ich hoffe, der Ton ist okay. Realisierbar, weil wenn ich da für irgendwas bezahle, möchte ich ja auch jedes Mal und regelmäßig hingehen. Und ja, die Sprachschulen, das war dann halt so, es war teilweise immer noch vormittags und nach der Arbeit muss ich so ein bisschen schlafen oder halt nur am Wochenende, wo ich gezielt viel arbeiten muss. Oder die andere Sprachschule war am anderen Ende von Vientiane. Deswegen dachte ich mir, okay, guckst du nach was anderen? Und dann hatte ich auch mit ein paar Ausländern hier gesprochen, die hier leben und die gesagt, okay, Sprachschule, Universität oder vielleicht Privatlehrer suchen. Da dachte ich, interessant. Kostet vielleicht doch ein bisschen mehr Geld. Aber hat natürlich den Vorteil, dass ich halt teilweise den Sprachlehrer, wenn es denn passt und sich einrichten lässt, auf meine freie Zeit und auf meine Bedürfnisse quasi buchen kann. Ja, und ihr habt es ja gerade gesehen, ich blende es auch nochmal ein. Das ist mein Sprachlehrer, den ich jetzt seit einer Woche habe. War jetzt, was ihr gerade seht, die zweite Unterrichtsstunde. Und ich habe natürlich hier so ein bisschen Internet geguckt bei Facebook oder war hier auch der Internationalen Universität hier in Lao, habe mich da ein paar Infos geholt, habe einige Kontakte bekommen, habe mich dann per WhatsApp mit ein paar Sprachlehrern ausgetauscht und ja, was mir halt so am angenehmsten, sympathischsten oder so vom Quatschen am meisten gefallen hat, oh, das ist der Kollege hier gewesen, mein neuer Sprachlehrer und ja, habe jetzt die ersten zwei Unterrichtsstunden, weil jedes Mal, wenn er kommt, ist er 2 Stunden hier. Also die ersten beiden Unterrichtseinheiten gehabt und ich will nicht sagen begeistert, aber habe da ein sehr, sehr gutes Gefühl. Er kann es gut erklären, spricht sehr gutes Englisch, nimmt sich auch die Zeit und er hat mir auch gesagt, in 2 bis 3 Monaten kann ich sehr gutes Laotisch sprechen. Ich bin gespannt. Naja, was ich am Anfang nicht ganz so cool fand, aber langfristig wahrscheinlich besser ist. Ich hatte ja immer das Ziel, mit diesen ganzen Schriftzeichen und diesem Kram die Sprache hier nicht zu sprechen. Ne? Aber er hat gesagt, okay, pass auf, das kostet nur ein paar Unterrichtsstunden mehr. Wir gucken auch, dass du die Buchstaben lesen, schreiben, verstehen kannst, dass wenn hier irgendwie Schilder sind. Und ich habe jetzt auch gemerkt, das Alphabet habe ich jetzt nach der 2. Stunde naja, nicht gut drauf, aber bin da so ein bisschen schon drin. Und es ist immer ganz lustig, wenn ich jetzt zum Beispiel im Fitnessstudio irgendwelche Wörter gedruckt sehe und die schon mal lesen kann, ganz langsam, wie so ein Schüler aus der ersten Klasse. Ne? Korb-Chai. Ich habe jetzt quasi Unterricht 3-mal die Woche. Wochenende bin ich halt voll mit Arbeit. Und dass ich halt 2 Tage da so ein bisschen auch Zeit habe, um das zu verarbeiten. So gemacht, wenn ich halt frei habe am Nachmittag, dass ich halt gezielt das, was wir durchgegangen sind im Unterricht, nochmal übe, quasi lerne, damit das so ein bisschen besser in meinem alten Kopf gespeichert bleibt. Für die Leute, die es
interessiert, kann ja gerne offener sprechen. Also der Privatunterricht kostet jetzt bei dem Sprachlehrer. Ich weiß, wenn man jetzt in der Sprachschule geht, ist es sicherlich etwas günstiger. Aber dadurch habe ich den Vorteil, dass der Typ kommt zu mir nach Hause und ich kann das individuell meiner Freizeit anpassen. Und das ist ja ganz klar, dass quasi, wenn ich so einen privaten Sprachlehrer habe, der sich 2 Stunden nur auf mich fokussiert und nicht in so einer großen Klasse, wo der eine schnell und der andere langsam lernt, dass dieser Unterricht für mich definitiv effektiver ist. Ja, zum Preis. Also ich bezahle jetzt gut 200 Taibat pro Stunde. Also jedes Mal, wenn er kommt, 400 Taibat. Ist okay, ist es mir auch wert. Und die meisten anderen Sprachlehrer oder Lehrerinnen, mit denen ich Kontakt hatte, waren teilweise sogar eine Ecke teurer, teilweise bis doppelt so teuer. Aber das ist halt nicht der Grund gewesen, warum ich ihn ausgewählt habe. Aber auch, das merkt man ja auch in der Schule, dass man sich bei den Lehrern wohlfühlt und das auch gut vermittelt bekommt. Ja, das Stand der Dinge Richtung Sprache lernen. Ne, da bin ich jetzt auch gespannt und freue mich sogar auf jede Unterrichtsstunde, dass ich auch von Mal zu Mal merke, wie das immer besser wird und ich das auch jedes Mal, wenn ich beim Fitness bin oder woanders, auch gleichzeitig auch so ein bisschen umsetzen kann. Das ist schön. Ja, nächstes Thema. Bauland. Ja, richtig gehört. Mai und ich gucken hier, blenden ein paar Videos ein. Gestern gab es auf Mai Channel da schon mal ein kleines Filmchen. Hier wollte ich da nicht so drauf eingehen, aber hier gibt es doch ein paar Bilder. Wir gucken uns hier so ganz leichten Umland, nicht direkt, weil das ist ja überall so, ist uns ein bisschen zu teuer, nach ein kleines Stückchen Bauland um. Wieso, weshalb, warum? Das ist ja ganz klar, was man da eventuell mit dem Bauland vorhat. Mehr möchte ich da gar nicht teasern oder verraten, ne? Aber da lassen wir uns Zeit. Ich weiß jetzt nicht, welche Videoinhalten ich da gerade noch reinspiele, aber wir haben uns jetzt schon einige Objekte angeguckt, sind preislich ähnlich, ein bisschen günstiger, ein bisschen teurer, man muss natürlich auch gucken, welche Location, wie da die Wege sind, die Straßenverhältnisse, das ist auch ganz wichtig hier in Laos und so weiter. Aber da, Mai möchte natürlich am liebsten gleich immer, aber ich habe ihr auch schon gesagt und ihre Cousine, die auch schon uns da ganz viele Tipps gegeben hat, die hier in Wincheng lebt, hat auch gesagt, guckt in Ruhe, lasst euch da Zeit, weil das ist natürlich nicht so wie ein Auto, was man vielleicht für ein paar Jahre hat und wenn es dann älter ist, kauft man sich ein neues. Das ist schon was, was man halt ja für sehr lange und deswegen da genau überlegen sollte, wie, wo und so weiter. Ja, ansonsten, was gibt es hier noch Neues in Laos? In knapp einem Monat geht es mal wieder auf das Dorf Richtung Savannakhet. Ne, ist so ganz schön. Dann kommt auch die Schwester von der Mai, die Familie besuchen aus Bangkok. Und zusammentreffen, dann werden wir für eine Woche mal wieder rüberfahren nach Savannakhet. Ja, und Mais Ausbildung läuft auch ganz gut. Ne? Kann ja mal ein paar Bilder einblenden von den Dress oder den Bekleidungsoberteilen, die sie da schon eigenständig gefertigt hat und ja, ist ja immer noch ganz viel Zeit, um zu lernen und sie fühlt sich da ganz wohl und das läuft alles ganz gut, es macht ihr Spaß, das ist natürlich auch ganz wichtig, besonders wenn man den Beruf dann ausüben möchte und auch damit irgendwann ein gutes Geld, hoffe ich, verdienen wird. Ansonsten gibt es nicht viele Neuigkeiten. Bauland, lasst euch da überraschen. Kleine Frage in die Community. Ich kann es ja auch mal sagen, also wenn ihr euch hier so im Umland oder ganz in der Nähe von der Landeshauptstadt hier Laos Vientiane umguckt, bezahlt man so je nach Location, je nach wie nah das an irgendeiner Hauptstraße ist, pro Quadratmeter um die, wenn es günstig ist, geht es bei 800 Baht los. Teilweise 1.300 Taibat, um die 1.000 Taibat. Es gibt vielleicht viele Leute, die diesen Channel gucken, die vielleicht auch mal in Thailand Land gekauft haben oder damit zu tun hatten. Mich würde interessieren, was habt ihr pro Quadratmeter oder hier in Laos oder in Thailand wird das ja pro Rai bemessen. Was habt ihr da für Preise gehabt? Wenn ihr mir das anvertrauen wollt, packt das gerne mal in die Kommentare, würde mich mal brennend interessieren. Das wichtigste Anliegen
von diesem Video hätte ich ja beinahe vergessen. Und zwar, ja, durch meinen Lau-Unterricht jetzt dreimal die Woche nachmittags und die anderen Nachmittage lernen, am Wochenende komplett arbeiten, in der Woche jede Nacht arbeiten. Dann noch beim Sport ein bisschen nachgehen, was ich jetzt ein bisschen reduziert habe durch den Lau-Unterricht. Und ja, so ein bisschen YouTube machen. Ah, ganz schön viele. Ne? Also, wenn ihr mir jetzt E-Mail schreibt, und ich freue mich natürlich über jedes Kommentar unter diesem Video und unter die anderen Videos, aber wenn ich da irgendwas sehr spät beantworte oder reagiere oder irgendwas übersehe, sorry an dieser Stelle, das ist nicht böse gemeint. Ich freue mich über jedes Kommentar, und wenn ich vielleicht nicht auf jedes reagiere oder jedes persönlich antworte, ich lese jedes Kommentar. Das ist mir ganz wichtig. Ihr seid mir wichtig. Ganz wichtiger Nachtrag noch an dieser Stelle. Bild reingetuckert. Die Mai, die hat nämlich auch heute You Have Today Day Off. Hat ihren freien Tag. Ja, die hat das auch so ein bisschen angepasst in meiner Arbeit. Sie kann sich das auch so ein bisschen bei der Ausbildung aussuchen, dass sie jetzt kurz sieht, am Wochenende beide Tage arbeitet und dafür in der Woche zwei Tage frei macht. Sie hat eine sogenannte 5-Tage-Woche. Und das ist natürlich nicht schlecht. So kann man so ein bisschen auch wenigstens mehr die Zeit miteinander verbringen. Come back for looking for land. Ne? Dann, was es da dann Neues gibt in den nächsten Wochen. Wenn irgendwas Konkretes zu besprechen gibt, erfahrt ihr natürlich auch bei mir oder auf dem Channel von Lau Miley Girl. Ja, bis zum nächsten Mal auf dem Channel von hier sind wir. Sophie. Ja, das bin ich oder wir. Peace, love and bleibt gesund, passt auf euch auf, abschalten. Macht's gut. Ciao. Peace.